Wir haben diese Vorstellung eines Dickichts der Emotionen entwickelt und wollten einen Raum schaffen, in den man auch als Besucher eintauchen muss und wo man nicht schon beim Eintreten des Raums gleich den ganzen Raum sieht, sondern dass man sich da irgendwie so durcharbeiten muss und auch, dass man immer wieder mit seinen eigenen Emotionen konfrontiert wird und immer wieder so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen wird. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dieses Dickicht mit unterschiedlichen Materialien, schon, dass es immer so ein Netz ist, was im Raum ist, durch das man sich durchbewegt. Mal eher mit linearen Elementen. Hier haben wir uns jetzt auch aufgrund des Themas der Gier etwas orientiert an der Warenwelt, dass man dieses Förderband, dieses schneller, schneller, was man irgendwie aus dem Supermarkt, aus den Logistikzentren oder immer dieses mehr, 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 dass wir gesagt haben, okay, also das passt für uns mit diesen Bändern zusammen. Bei der Farbgebung wurde so vorgegangen, dass man auf die Straße gegangen ist und Leute, Passanten gefragt hat, welche Farbe für sie denn für eine bestimmte Emotion stehen. Also dass man das nicht nur auf, keine Ahnung, unsere drei persönlichen Meinungen, sondern wirklich auf eine breitere Basis gestellt hat. Dieser Farbton Gold hat sich bei Gier rauskristallisiert. Es waren dann immer so einzelne Bausteine, die sich dann zusammengesetzt haben und die dann irgendwann dieses Raumbild ergeben haben. Wir sind eigentlich ein multidisziplinäres Team aus Architekten, Grafikerinnen, Mediengestaltern, Lichtgestaltern und erarbeiten diese Konzepte immer in enger Zusammenarbeit mit einem Kuratorenteam. Die Kuratoren verantworten eher den inhaltlichen Teil der Geschichten und wir die Gestaltung, aber man versucht beides zusammenzubringen, sodass im Prinzip die Gestaltung die Geschichten unterstützt und zu einem Gesamtwerk wird. Bei vielen Geschichten war auch immer das Thema, ist das jetzt schon Gier? Ist das noch keine Gier? Was ist genau Gier? Ab wann ist es Gier? Das muss man ja immer wieder neu verhandeln, aushandeln. Und ich hoffe, dass das, was präsentiert wird, bei den Leuten eher so Fragen hervorruft, als ihnen fertige Antworten auf diese Fragen liefert. Wir haben dort, wo es auch inhaltlich sinnvoll ist in der Ausstellung, wo man also an die Geschichten anknüpfen kann, die zum Thema Gier erzählt werden, schon erste Elemente der zwei folgenden Ausstellungen der Trilogie der Emotionen eingeflochten, die sich auch gestalterisch dann komplett abheben von der Gestaltung dieser Ausstellung und erste Gestaltungselemente der zukünftigen Ausstellungen aufgreifen. Die haben wir jetzt Fenster genannt in die nächsten Ausstellungen. Da wird zum Beispiel an einer Stelle, wo es um Waffenhandel geht, schon eine Liebesgeschichte erzählt oder in dem Bereich, wo es um Arisierung, Enteignung in der NS-Zeit geht, werden schon Ausblicke zur Ausstellung Hass gegeben. Und hoffentlich werden die Besucher dann dadurch auch eingeladen oder neugierig gemacht auf die nächsten Ausstellungen und kommen dann in die nächsten Ausstellungen.